Hola, herzlich willkommen zurück zu Abenteuer auf dem Riderhof 2. Wir sind hier im Schnee, im Schneegestöber beim Cross-Country-Event. Und wir machen das jetzt hier mit Lucy Hinkebein Desrochea. Ja? So heißt sie wirklich, Leute. Das habe ich nicht erfunden, das ist jetzt kein Spatz von mir. Die heißt Desrochea. Achso, ja, Hinkebein, das... Nee, die heißt auch Hinkebein. Die muss doch so heißen. Ey, wer so hinkt, der muss doch auch Hinkebein heißen. Ich habe mir heute krasse Action-Musik drunter geladen. Also, drunter gelegt. Unter das... Also, ihr hört ja. Gucken wir mal, ob es das bringt hier. Schneller, Alter. Schneller, Vollgas, Bruder. Genau, beim letzten Mal hatte ich nämlich ein, zwei Probleme mit Hindernissen, glaube ich, wo ich auf die Fresse geflogen bin. Aber das habe ich heute nicht vor, okay? Und ich hoffe auch, dass sich Lucy Hinkebein des Rocher hier ein bisschen am Riemen reißt und nicht so rumkackt wie die letzten Male. Sonst habe ich nämlich keinen Bock mehr auf die alle. Alle, keinen Bock mehr auf dich alle. Ja. Hier runter. Und dann darüber. Weil beim letzten Mal hatten wir so ein bisschen Probleme mit der Zeit, falls ihr euch da entsinnt. Jetzt gerade habe ich auch einen ziemlich starken Schnitzer, habe ich mir gerade hier erlaubt, weil ich da stehen bleiben musste. Und das ist nicht so geil. 47 ist die Vorgabe, ich meine, das schaffen wir easy peasy. Aber wir müssen trotzdem super schnell sein, weil, ne, Grace... Wartet nicht. Das war jetzt natürlich dumm. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Aber offenbar passiert. Das kostet uns natürlich jetzt Zeit ohne Ende. Das ist kein Pferd, das ist eine Antilope. Antilope also. Ja, gut, wenn du das sagst. Ah, das war gut. So. Komm schon. Ich glaube, das wird wieder nichts. Ich glaube, wir sind schon zu langsam. 2 Minuten irgendwas. Für die Hälfte. Ich glaube, wir müssen unter 4 Minuten bleiben. Ja, da war doch beim letzten Mal was, die Grace. Pferd und Reiterin sind sehr schnell. Doppelsprung, hast du den gesehen? Dass die Grace hier so mega schnell ist. Und wir müssen das irgendwie unterbieten. Ah, shit, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, mir meine Hand anders zu postieren. Und jetzt, wo ich die Schmerzen spüre, fällt mir wieder ein, dass ich da was an meinem Setup ändern wollte, um hier nicht an Gelenkfäule zu sterben. So, geil, Alter, 2,50. Perfekter Sieg. Und? 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 Ja, Mann, 2,50. Guck mal, Grace hat 3,20 gebraucht. Boah, Alter, ich bin so derb gut, Mann. Ich bin so der mega... Boah, erster. Ja. Ja. Ein Sponsor bezahlt dein Pferd. Okay, warte mal, da muss ich wieder an der Musik. Oder Musik aus. Musik aus. So. Und jetzt darf ich nichts falsch machen. Wir haben ja beim letzten Pferde... Das letzte Pferde auswählen lief etwas suboptimal. Ja, ich gestehe, da habe ich vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht. So, mein Pferd. Jetzt kann ich hier wählen. Aha. Hier, ich will diesen Appaloosa-Checken-Dings, oder? Komm. Den Appaloosa-Checken, das kann ich jetzt umbenennen. Name des Pferdes. Ah, da muss ich nicht in den Namen reindrücken, sondern auf Name des Pferdes. Den nennen wir jetzt Loosa, oder? Weil es ein Appaloosa ist. Lucy. Lucy wäre Lusitano-mäßig. Lucy. Loosa. Lila Loosa. Loosa Bella. Na, wir nennen es einfach Loosa. Loser. Wir warten auf Loser. Das ist okay. Es ist ja ein Appaloosa und es ist eben, das ist, ich nenne es mal so, das ist ein Jedi-Psychotricks, ja. Wenn da, weißt du, wenn der Ringrichter sagt, und in der gelben Ecke, Lucy Hinkebein auf Loser, dann denken die alle, ach, Loser. Lucy Hinkebein auf Loser, was können die schon? Und dann kommt Lucy mit ihrem, Hotcha, mit ihren krassen Kung-Fu-Tricks und Loser natürlich auch. Deswegen ist mega gut. Das kann ich jetzt auf Bestätigen gehen. Muss ich Enter drücken? Ja, ich muss. Okay. Jetzt habe ich wenigstens alles richtig gemacht. Hallo? Nächster Tag? Ich speichere mal.
bevor das alles für die Katze ist und ich diesen Dreckswettbewerb nochmal machen muss. Jetzt darf ich das sagen. Ich hab's gehasst. Jetzt ist er vorbei, ne? Jetzt können wir sagen, ja, verdammt, verdammter Dreckswettbewerb, dieser Drecksschnee, das ist nicht so schi. Ja? Also, runter in die gute Stube, mal sehen, was unsere Freunde hier uns kredenzen an Glückwünschen, ne, die ich redlich verdient habe. Hallo, Nado, kleiner hässlicher Boy. Er ist größer als ich. Nado, größer als ich, hässlicher Boy. Hallo? Gratulation zu deinem letzten Wettkampf. Danke, Bruder. Wir sind auf einem guten Weg. Vergiss aber nicht, die Pferde zu pflegen. Alter, ich pflege doch nicht alle Pferde. Ich bin doch nicht total dumm. Bin ich hier die Pflegerella oder was? Ey, Kakiko, pflegst du mein Pferd? Ich geb dir auch ein Zwanni. Was für eine Meisterschaft, Lucy. Ich glaube, das Glück hat sich gewendet. Ja, was trinkst du denn da eigentlich? Was machst du denn da mit deiner Teekasse da? Du machst den Finger ganz wund, Bruder. Kakiko, ich bin ja jetzt hier die neue... Ach, wie die hinkt, ey. Knacks, Bruch, Brech. Na, Grace. Na? Keine schlechte Vorstellung. Ja. Vielleicht gewinnen wir den Wettkampf nach dieser Leistung sogar. Ich war halt 10-mal besser als du alle. Ja, Mrs. Elite-Reiterösse. Reiterüse. Na? Lucy, ich möchte dir nochmal zu deinem letzten Erfolg gratulieren. Christobal, du hast eine Stimme wie so ein... Die Stimme. Ich hasse am meisten seine Stimme. Oh, ich kotze, wenn ich den höre, ey. Christobal, ey. Da... ballt sich bei mir die Faust und da ballt sich die Halsschlagader. Ja, ballt sich da zusammen wie so eine Faust und drückt so gegen die Haut und sie war raus und kruscht da bald ins Gesicht. Also, wir beruhigen uns ein bisschen. Und, warte mal, wo ist jetzt mein neues Pferd? Wo ist jetzt Loser eingeparkt? Loser. Da ist Loser. Ja, ist da Loser? Lucy. Ach, wir reiten jetzt nur noch mit Loser. Aber guck mal, aber Eclair wäre jetzt natürlich schon besser gepflegt als Loser, ne? Aber ich finde Loser ganz hübsch. Aber, weißt du, Eclair ist besser trainiert. Das ist natürlich ein Problem. Wir können jetzt natürlich weiter mit Eclair trainieren. Oder wir trainieren weiter mit Loser. Das ist eine gute Frage, ne? Das ist schon eine... Also, ich finde die Frage schon gut. Findest du die Frage nicht gut? Ach, habt ihr mal nicht so. Komm mit... Seid doch mal stolz auf mich und meine Fragen. So. Komm schon. Komm schon, werd halt mal sauber, Pferd. Das gibt doch dann nicht. Das muss ja wohl hier ein bisschen sauberer gehen. Da, dein hässliches Bein war noch ganz dunkel, du. War noch ganz dreckig, weil du wieder in der Kacke rumgelaufen warst. Los, nimm das. Hier. Und spüre den Zorn von des Wassers, von Poseidon. Hm? Ja. Ja, oder? Poseidon und Wasser ist richtig, ne? So, gestreichelt wird hier nicht. Ist ja kein Streichelzoo, das ist ein Pferdestall. Jetzt füttern wir es noch. Da, komm. Ja, los, rein mit deiner Kauleiste voll runden. Hinter das Brett, ey, da ist eh nichts. Hier so ein paar Käfer da hingelegt, die kannst du da aufsabbeln. Was ist denn das überhaupt für eine Futter- oder Fresstränke? Eine Futtertränke? Eine Futtertränke? Gibt es eine Futtertränke? Ist da Wasser und Saft, wollte ich sagen. Ist da Trink? Ist da Dings, also flüssig und Feststoff gemeinsam? Gibt es das? Und das ist auch eine Tränke, wenn da Futter drin ist. Die Pferdefans unter euch können mir die Frage sicherlich beantworten, die im Stall stehen und in der Futtertränke Futterraufe, Futterdings, das... Ihr wisst schon, was ich meine. Da, wo halt eben... Da, wo man das Futter reintut. Wie heißt denn das? Das muss doch auch Tränke heißen. Nee, das heißt Futter... Napf. Nein, das heißt nicht Napf, oder? Hier, komm mal auf. Ich weiß, dass es nicht Futtertränke heißt, oder? Oder doch? Nein, Tränke ist nur fürs Wasser. So. Oder für eben, was die halt so trinken, ne? Bier, Schnaps, worauf die halt Bock haben, ne? Chardonnay. Je nachdem, was das Pferd halt so für ein Niveau hat. So, manche trinken nur Regenwasser. Aber manche trinken den edelsten aller edlen Champagner de la Chanson de la Eurovision de la Continence. So, und den trinken wir nämlich, den Grand Prix de la Rosée, Mademoiselle Enchanté. Ich begehe hier mit Stroh
den Boden. Das macht das Pferd ganz froh. Ja, und was muss ich jetzt machen? Muss ich es jetzt trainieren? Muss ich es jetzt reiten? Was zur Hölle muss ich machen? Weil richtig trainieren kann ich es ja nicht, oder? Richtig trainieren kann ich es ja nur beim, auf dem Race, oder? Also auf dem Turnier. Und dann... Ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwie kommen lassen. Es gibt auch keine Wetten mehr, die ich begehen kann. Ne? Also kann ich jetzt noch so ein bisschen ausreiten und das trainiert das Pferd. Ah ja, dann seht ihr... Ah ne, das ist die Ausdaueranzeige. Ich check das Spiel einfach nicht. Ich check das Spiel einfach nicht. Wir machen jetzt mal ein Alibert-Training. Ein Alibert? Nee, Alter, ein Alibert ist das bestimmt nicht. Wenn ihr wisst, was ein Alibert ist, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn ihr nicht wisst, was ein Alibert ist, dann schreibt es mir auch unten in die Kommentare, was ihr schätzt, was ein Alibert ist. Ne? Alibert. Das gibt's wirklich. Wenn ihr jetzt gegoogelt habt, was ein Alibert ist, Schande über euch. Schande. Shame. Shame. Ja? Alter, ich hab gerissen, zwar Absicht. Ich wollte nur mal gucken, wie das Geräusch so ist, wenn ich da reiß. Wollte ich nur mal abchecken. Das wollte ich nur echt mal checken. Ich wollte einfach... Man muss ja auch wissen, womit man zu tun hat, ne? Ja, Parcours abgeschlossen. Geiler Shit, Alter. Aller Loser ist halt einmal das krasseste Pferd. Ach so, wollten wir nicht eigentlich das auch nach irgendeinem Hauseinrichtungsgegenstand benennen? Naja, ist jetzt egal. Das heißt halt eben Lamelle oder so. Nee, na, Loser ist okay. Ist jetzt nicht das erste... Ist nicht der erste Loser, den ich Loser nenne. Müssen wir mal gucken, der Witz, der reibt sich langsam ab, wie das, der Dreck sich an dem Fell meines Pferdes. Nee, du bist, der nutzt sich so ab, wie die Hufe meines Pferdes, weil ich es immer über harte Steine galoppieren lasse. Der Witz, der wird einfach alt, wie mein Pferd, was ich den ganzen Tag in der Box rumstehen lasse, ohne es zu benutzen. Der Witz, der ist einfach nicht mehr lustig, so wie 90% der YouTuber auf deutschen YouTube. Ich mache einfach jetzt hier mal das fertig, bis das blitzt. Geschwindigkeitsüberschreitung beim Putzen, ne? Schon hat's geblitzt. Und dann... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Wir waren gar nicht schlafen. Ich glaube, ich muss immer schlafen. Wenn ich von dem Turnier zurückgekehrt bin, muss ich, glaube ich, immer schlafen, weil das ist jetzt noch derselbe Tag. Wir müssen erst wieder einen Tag überstehen, überbrücken, bis zum nächsten Morgen... Und dann, ja, das habe ich nicht gemacht. War dumm. Siehst du, ich hätte mir jetzt den ganzen Scheiß sparen können, wenn ich mir das einmal merken müsste, würde Turnier danach schlafen. Ja? Schlafen, speichern. Schlafen, speichern, schlafen, speichern. Ja? Wie im echten Leben. Schlafen, speichern. Ich gehe mal rauf und lege mich ins Bett. Mal gucken, was am folgenden Tag passiert. Wird bestimmt spannend. Ja? So. Und ab ins Bett, der nächste Tag bricht heran. Ach, wie schön. Ja, die Sonne geht auf, der Tag ist vorbei, die Sonne geht unter. Das ist ja ein Spaß. Alter, was ist denn da draußen für ein scheiß Lärm, Alter? Was machen die denn da, Alter? Hallo, Lucy? Hallo? Hast du dir vielleicht Karamell ausgeliehen? Er ist nicht in seiner Box. Tut mir leid. Was zur Hölle ist Karamell? Ja, natürlich. Oh, ich hoffe, dass meinem Pferd nichts passiert ist. Ich hab das nicht weitergedrückt. Wieso war der Chat auf einmal so schnell weg? Wer ist Karamell, Alter? Ist das das Pferd von Kakiko oder was? Nee, ich wollte speichern. Okay, also das Pferd ist weg. Schoko-Karamell-Bonbon ist weg. Da wollen wir natürlich gucken, was da passiert ist. Ich speichere mal hier auf Gif. So. Okay, ich glaube, ich drehe dran langsam durch hier, boy. Dieses Spiel, ich glaube, das macht mich... im Gehirn ein bisschen kaputt, so glaube ich. Ich habe da auch das Gefühl, ich weiß nicht. So, wir gucken jetzt mal, wo Schoko Karamell ist. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Episode herausfinden. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder an, wenn es wieder heißt Abenteuer auf dem Breiterhof 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss.